Hallo und herzlich willkommen, hier ist es für euch. Danke, dass du zugeschaltet hast zu diesem neuen Video, und zwar dem zweiten Teil von der Schwermetallausleitung, die ich speziell für euch einmal zusammengestellt habe. Und zwar, hier habt ihr einmal aufgelistet, ihr könnt auch gerne auf Pause drücken, was ich alles verwende, und wir werden uns mit dem ganzen Gebiet heute beschäftigen. So, ich stelle das einmal ganz kurz hier rüber. Dann auch nicht in welche, ich kann trotzdem noch mal gucken. Ja, und zwar folgendes, ich habe ja schon einen Teil für euch erstellt, und zwar, wo es um Schwermetalle ging und wie wir das Ganze erkennen können an unserem Körper. Das heißt, verschiedenste Arten von Brennen auf der Haut, Schmerzen, Brennen oder Zahnfleischbluten und so verschiedene Punkte, die dafür ausgiebig sind, dass man vielleicht eine Aluminium- oder auch eine Quecksilbervergiftung und dergleichen hat. Und in diesem Videoteil geht es jetzt darum, wie wir anhand eines Verfahrens, was ich erstmal strikt aufzähle, die Schwermetalle aus dem Körper ausleiten können, ja, in unterschiedlichsten Weisen. Da zählen natürlich Toxine im Allgemeinen dazu, ja, aber eine klassische Schwermetallausleitung. Ich habe über eine Kur bereits schon reingebracht, und zwar über mehrere Tage, wo ich auch schon so einen Entgiftungsprozess mit eingeleitet habe, also eine richtige Entgiftungskur. Allerdings muss ich dazu sagen, das war sehr komplex, da habe ich viele Dinge zusammengenommen, und dieser Teil jetzt soll sich darauf beschränken, auf eine einfache Methode, die aber hoch effizient und effektiv ist. Okay, fangen wir an. Ich sehe gerade das Licht, naja gut. Also, es geht um eine Verbindung zwischen drei Elementen, die als Hauptakteure geltend sind, und danach kommen noch zusätzliche Punkte dazu, die gleichzeitig die Ausleitung noch mit unterstützen. Wir haben zum einen Chlorella, eine Chlorella-Alge, eine Grünalge. Dann haben wir Koriander und wir haben Bärlauch. Die drei sind die Hauptbestandteile, und danach kommen wir noch zu Eiweißen, Selen und so weiter. Noch zu ein paar anderen Sachen. Okay, wir fangen als erstes bei der Ausleitung, fangen wir an mit den Presslingen der Chlorella-Alge. Und es gibt jetzt im Internet, wenn ihr so ein Stückchen schaut und ihr wollt euch jetzt Chlorella selbst bestellen, dann guckt ihr und meistens liest ihr da Vulgaris, also Chlorella Vulgaris. Okay, denkt mal erstmal bestellen, ganz gut. Für die Schwermetallausleitung ist es sinnvoll, lieber eine stärkere Alge zu nehmen, die mehr in Giftstoffe rauszieht, weil die Chlorella-Alge ist jetzt nicht nur Hauptaugenmerk für Giftstoffausleitung zuständig, sondern wir können uns damit auch Nährstoffe zuführen, wie verschiedene Mineralien, Spurenelemente. Ja, also es wird auch zum Zufuhr und Energie, und da gibt es halt unterschiedliche Varianten. Und die Pyrenoridosa, das ist die Alge, die werde ich euch auch nochmal kurz zeigen. Das wäre dann zum Beispiel, man kann natürlich viele wählen, wäre denn diese Variante. Diese hat einen besseren Entgiftung, also sorgt für eine bessere Entgiftung, und daher ist die perfekt dafür geeignet, für unsere Nutzung jetzt. Ja, damit beginnen wir. Ich würde euch empfehlen, also so habe ich das Ganze jedenfalls gemacht, das sind ja wie gesagt immer alles nur Eigenerfahrung, mindestens 2 Wochen, 2 bis 4 Wochen rein nur die Chlorella-Alge zu nehmen, um erstmal die Giftstoffe im Körper so ein Stück zu verbinden, ja, die werden verbunden, gebunden und werden dann ausgeleitet. Das macht Sinn, weil wenn wir dann mit dem nächsten Schritt beginnen, werden nämlich noch zusätzlich Giftstoffe aus dem Bindegewebe rausgelöst. Das macht nämlich der Bärlauch, und das wäre ziemlich schlecht, wenn wir uns dann, tja, toxisch so ein Stück vergiften, weil wir zu viel in zu schneller Zeit rausziehen. Also da ganz, ganz wichtig, fangt erstmal, wenn ihr in dem Bereich noch keine Erfahrung habt, erstmal mit der Chlorella-Alge allgemein an und steigert euch dann hoch. Das macht auf jeden Fall Sinn. Solltet ihr Chlorella nicht vertragen, ich komme im dritten Teil des Videos, komme ich noch dazu, wie ich das Ganze gemacht habe mit noch ein paar anderen Raffinessen und anderen Erfahrungen, was schlecht und nicht oder gut oder schlecht lief. Aber schon mal vorweg, solltet ihr auf Chlorella so stark reagieren, dass ihr es nicht einnehmen könnt, gibt es noch 2 Varianten. Das wäre einmal das Glycin, das habe ich auch ebenfalls hier noch da, weil man Glycin auch super noch, das habe ich von Fervital, super auch noch verwenden kann. Zusätzlich zur Chlorella, habe ich auch bis jetzt noch nicht gemacht, werde ich aber auch noch ebenfalls einfließen lassen, kommt denn im großen Teil, im dritten Teil dann noch mit dazu. Oder Chitosan könnt ihr ebenfalls auch verwenden, kann man als Alternative für Chlorella zur Ausleitung verwenden. Okay,
Wir gehen aber jetzt mal vom Chlorella insgesamt aus und wir würden nach den 2 bis 4 Wochen würden wir dann anfangen, Bärlauch mit einzubauen. Und beim Bärlauch, da verwende ich eine Essenz. Ich würde euch sowohl beim Koriander als auch beim Bärlauch Essenzen empfehlen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und diese in Tropfenform dann zuführen, also in das Glas Wasser rein, vermengen und dann nachher zusammen mit, zumindest mit dem Bärlauch und den Chlorella-Algen zusammen dann trinken. Tropfen würde ich meiner Erfahrung her zwischen 10 bis 15 Tropfen empfehlen. Das Ganze 2 bis 3 Mal am Tag, müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr es einbauen könnt. Und dann habt ihr erstmal Folgendes, wie ich vorhin gesagt habe, dass aus dem Bindegewebe die Schwermetalle erstmal mit rausgezogen werden, weil das macht nämlich genau der Bärlauch, zieht es aus dem Bindegewebe raus und ein Stück aus den Strängen, da liegen ja auch die Nervenstränge mit ein dran, das wird im Prinzip da komplett rausgezogen. Und das ist schon eine ganz schöne Arbeit. Das heißt, in dem Bereich müsst ihr schon ordentlich Zeit einfließen lassen. Also ich würde da, es wird 4 Wochen gesagt, bis man mit dem Koriander anfängt. Ich würde euch empfehlen, das lieber über mehrere Monate hinzumachen, mit den dazugehörigen Pausen natürlich auch, kommen wir aber gleich noch dazu. Ja, also probiert es gerne mal aus, aber ich würde euch empfehlen, mindestens 3 Monate Bärlauch mit Chlorella zusammenzunehmen und dann könnt ihr dann zum nächsten Punkt kommen, das wäre dann der Koriander. Und der Koriander ist heftig in seiner Art, weil der durchbricht die Blut-Hirn-Schranke, kennt ihr vielleicht durch OPC und auch andere Nährstoffe, aber auch durch auch wiederum Schwermetalle, die wie Aluminium, die auch die Blut-Hirn-Schranke durchbrechen, noch in Verbindung mit anderen Stoffen, was natürlich sehr, sehr schädlich sein kann oder halt auch sehr, sehr positiv. In dem Fall des Korianders ist es positiv, weil nämlich die ganzen, die Blut-Hirn-Schranke wird durchbrochen, die ähnlich wie ein Schwamm, der Koriander zieht die Giftstoffe raus aus dem Gehirn, aus dem Areal des Kopfes. Ja, und die Chlorella-Alge kann das Ganze dann wieder binden und dann abführen. Beziehungsweise, man muss da ganz, ganz ehrlich sein, dass es sogar dass es sogar passieren kann, dass es dann wenn es aus dem Kopf rausgelöst wird, dann im Bindegewebe, wenn da noch nicht alles rausgelöst wird, sich das Ganze im Bindegewebe wieder absammelt, dann muss der Bärlauch wieder mehr arbeiten. Oder es wird über den Darmtrakt wieder nach oben gebracht. Das heißt, ihr müsst deshalb in diesem Punkt, es ist eine hocheffiziente Schwermetallausleitung, aber sehr, sehr viel Zeit mitbringen. Das geht nicht in 1-2 Wochen und auch nicht in 1-2 Monaten. Also da müsst ihr Zeit mitbringen, damit wirklich die Stoffe Stück für Stück abtransportiert werden. Und nicht, dass jetzt der Fall eintritt, dass ihr das Koriander einnehmt und dann auf einmal extrem starke Reaktionen habt, beziehungsweise dass dann die Schwermetalle, die da rausgelöst wurden, dann sich wieder irgendwo anders im Körper einnisten. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Und das entsteht halt, wenn eine Art Rückstau entsteht und wir so viel Schwermetalle raus aus dem Körper lösen, dass die über den Darm nicht mehr ausgeschieden werden können, was am Hauptaugenmerk über den Darm passiert. Und dann haben wir natürlich ein großes Problem, ja, weil wo gehen die Giftstoffe denn über den Darm hin? Die gehen dann wieder nach oben und breiten sich dann aus in die ganzen Areale und wir fangen mit dem ganzen Krempel von vorne an. Deswegen lasst euch da Zeit, einen Zeitraum zwischen 6 bis 24 Monate, also 2 Jahre, ist da echt sinnvoll einzubauen. Das hängt immer ein bisschen Stück davon ab, wie stark ihr auch in puncto, sage ich mal, vergiftet seid. Es ist ein bisschen schade, dass das hier gerade alles so dunkel ist. Es sei mir ein Stück verziehen. Ich hoffe, ja, es lichtet sich ein wenig. Okay, machen wir weiter. Wenn wir beim Koriander angefangen haben, zur Einnahme, ihr habt euch jetzt also dafür entschieden, Koriander denn zu verwenden, die Zeit ist abgelaufen, wie auch immer, dann nehmt ihr Chlorella und Bärlauch wieder kombiniert zusammen und dann wartet ihr 20 Minuten und nehmt dann den Koriander und verwendet ihn dann mit heißem Wasser. Das hat nämlich zur Folge, dass bestimmte Stoffe daraus noch neutralisiert werden und dadurch der Koriander insgesamt fürs System wesentlich bekömmlicher ist. Ja, also nehmt am besten, muss kein heißes Wasser sein, aber so lauwarmes Wasser und dann ist es von der Symptomatik auf jeden Fall noch positiver für euch. Koriander sieht wie folgt aus. Ihr fangt in der ersten Woche, also in den ersten 2 Wochen, könnt ihr den Koriander durchgehend nehmen. Danach macht ihr 2 Wochen Pause und dann
eine Woche Koriander, wieder zwei Wochen Pause, eine Koriander, zwei Wochen Pause. Und das macht ihr auf, ihr müsst ein bisschen nach Gefühl gucken. Ja, ich würde erstmal das Ganze für einen Monat machen und dann allgemein Pausen einbauen. Also auch wenn wir jetzt in dem Zeitraum ein bisschen Koriander nehmt, sprechen, versucht immer alle paar Monate Pausen einzubauen. Ich mache das so ein Stückchen nach Gefühl, das heißt so nach zwei, drei Monaten in dem Bereich fange ich an, eine Pause zu machen. Dann merke ich auch, der Darm, der braucht wieder Erholung. Und da kommen dann andere Punkte zum Tragen. Ich werde euch ebenfalls jetzt hier nochmal, was ist jetzt ebenfalls von derselben wie der Bärlauch, von Bio, okay, er fokussiert jetzt nicht, also von Bioprofil, die Firma. Und wenn wir jetzt zur Darmreinigung noch kommen, es gibt natürlich unterschiedliche Funktionen, also ihr könnt auch mit Zeolithen und so weiter arbeiten, aber wenn es jetzt um die reine Darmpflege geht, ja, den Darm mal zu entspannen und zu erholen, habe ich Biobasis Plus, und zwar von Lebenskraft Pur, kennt ihr vielleicht sicherlich schon die Marke, beziehungsweise die Firma, und den grünen Saft Komplex, ebenfalls von den beiden Herstellern. Und die verwende ich, den grünen Saft verwende ich frühmorgens. Also frühmorgens verwende ich den, und das Biobasis Plus im Laufe des Tages, ja, Mittag, Nachmittag, so in der Richtung. Und das ziehe ich dann erstmal ein paar Wochen durch, so zwischen 2 bis 4 Wochen. Und dann, dass der Darm sich so ein Stück wieder beruhigen kann. Auch mit der Kost müsst ihr ein Stück aufpassen, also gucken, wie ihr das Ganze mit der Nahrung macht. Ich würde zu dem Zeitpunkt nicht hohe Mengen von Milchprodukten konsumieren, ebenfalls Fleischkonsum genauso. Genauso, wenn ihr jetzt Raucher sein solltet, beziehungsweise trinkt öfters mal am Wochenende, was ja insgesamt keine Schande ist, aber das würde ich versuchen, komplett einzuschränken oder aufs Minimalste zu reduzieren, je nachdem, wie es für euch möglich ist. Jetzt geht mir das mit dem Licht ja wirklich ein bisschen auf den Keks. Das ist schon komplett dunkel. Ja. Okay. Genau. Lass mich nochmal kurz gucken. Ich werde nochmal kurz schauen. Ich habe noch die ein oder anderen Sachen aufgeschrieben, die noch als kleine Infos noch nicht ganz uninteressant sind. Und zwar, wenn ihr mit dem Koriander anfangt, müsst ihr ebenfalls auch die Chlorella-Alge hochziehen. Das heißt, ihr müsst das Ganze so ein Stück erhöhen. Ja, das Ganze hochziehen. Das heißt, wie bereits am Anfang erwähnt, 4 Presslinge, 4-mal am Tag. Ihr könnt aber auch das Ganze mit dem Bärlauch anpassen. Das heißt, ich mache es so, dass ich dann, wenn ich jetzt 2 oder 3-mal am Tag Bärlauch nehme, dann passe ich einfach die Menge der Chlorella-Alge an, sprich, wenn ich jetzt 10 Tropfen oder 15 Tropfen Bärlauch nehme, dann, und das auf 2-mal, dann verwende ich zwischen 10 bis 12, 13 Chlorella-Algen, und das sind, wie gesagt, auf 2-mal gestückelt, über den Tag verteilt. Es macht aber mehr Sinn, wenn ihr das auf 4 Parts oder 3 Parts packt, weil umso besser kann kontinuierlich entgiftet werden. Das macht also wesentlich mehr Sinn, aber es ist ein zeitlicher Faktor und ihr müsst halt gucken, auch mit der Nahrungszufuhr, wie ihr esst und so weiter. Genau. Ja. Genau. Wichtig ist, wenn ihr Koriander verwendet, nehmt bitte das nicht in Kombination mit Vitamin C, weil die beiden vertragen sich nicht. Das heißt, lasst Vitamin C da auf jeden Fall aus dem Spiel. Ich würde euch sowieso raten, keine weiteren Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas in der Richtung in den nächsten Stunden dazu einzunehmen. Solltet ihr noch welche unterstützend nehmen, mache ich in meinem Fall auch. Ist das ja vollkommen legitim, aber da müsst ihr halt Zeiten dazwischen einhalten, 2 Stunden. Und da wird es natürlich bei einer 4-maligen Einnahme plus Nahrung, wird es natürlich dann schon schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Und deswegen müsst ihr da ein bisschen schauen, ja, wie ihr es hinkriegt, wie ihr euch das so ein Stück stückelt. Im selben Atemzug sei nochmal zu Beginn erwähnt, das ist jetzt alles so ein bisschen wirr, aber die Gedanken fließen halt so ein. Passt bitte zu Beginn auf, Chlorella-Algen sind ziemlich heftig in der Ausleitung. Ich habe mit einigen gesprochen und auch Eigenerfahrungen gemacht, dass teilweise am Anfang schon 1 oder 2 Presslinge ausreichen, um für eine starke Reaktion und Entgiftung zu sorgen. Das sind so ähnlich wie Krankheitssymptome und. Das heißt, es macht da definitiv Sinn, ein bisschen runterzufahren und zu gucken, dass ihr dem Ganzen nicht so ausgesetzt seid. Ja, also
fangt da ganz, ganz langsam und entspannt an. Und nicht, dass ihr den gleich mit Bärlauch reinknüppelt oder die Algen gleich auf 10 Presslinge hochzieht, dann werdet ihr wahrscheinlich ein Krankheitssymptom ohne Ende haben und habt danach keine Lust weiterzumachen. Das heißt, lieber langsam steigern und dann wird das schon. Okay, Schwangere sollten Koriander nicht verwenden. Warum ist das so? Weil es zu Gebärmutterkontraktionen kommen, also diese auslösen können. Das heißt im Prinzip, die Wehen werden künstlich hervorgezogen und es ist nicht das, was wir wollen, ja, weil wir wollen ja kein Frühchen haben. So wie in meinem Fall. Also das natürlich versuchen zu vermeiden, das heißt keine Koriander. Ich würde allgemein von der Schwermetallung in der Schwangerschaft, also von der Schwermetallausleitung, würde ich auf jeden Fall abraten in der Schwangerschaft. Was könnt ihr ernährungsmäßig tun, um das noch zu unterstützen? Auf jeden Fall gesunde Ernährung, brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, das muss jeder für sich selbst wissen. Aber auch viel Eiweiß ist wichtig. Und da sind meine Erfahrungen, dass auf jeden Fall Zedernüsse oder Zedernussöl da optimal sind. Ja. Zedernüsse zeige ich euch auch mal kurz noch. Habe ich hier da. Hier habe ich ein paar Zedernüsse. So sehen die kleinen süßen Biesterchen aus. Mega genial. Da habe ich auch schon einige Videos zu gemacht. Das heißt, wenn ihr da mehr wissen wollt, ich werde euch das wahrscheinlich verlinken. Beziehungsweise schaut bei mir im Kanal einfach nochmal nach. Ich habe es unter das Ultrafood beschrieben. Weil es für mich eines der besten Nahrungsmittel ist, es ist keine Nahrungsergänzung, sondern ein Nahrungsmittel der Welt ist, was ich persönlich zumindest kenne und seit vielen Jahren austeste oder einnehme. Ja, da haben wir eine hohe Eiweißmenge, alle Aminosäuren im Prinzip und da haben wir eine geballte Kraft und das ist natürlich genau das Richtige, um zusätzlich die Giftung zu unterstützen. Ebenfalls könnt ihr Paranüsse noch verwenden und diese essen, weil Paranüsse haben genauso eine starke Entgiftung, eine Schwermetallausleitung mit drin. Das hängt mit dem hohen Gehalt des Selens zusammen. Das heißt, darüber könnt ihr ebenfalls noch unterstützen. Und dann ist auch noch Jod eine ganz tolle Sache. Paranüsse habe ich eben gesagt, Jod habe ich glaube ich ebenfalls noch da. Und zwar hier, das heißt auch nochmal kurz, von First Mate war das glaube ich, genau. Bio-Kelp-Algen, damit kann man eine einfache Ausleitung mit unterstützen. Ich würde da jetzt nicht mit logorischer Lösung oder so anfangen, weil das ist dann schon ziemlich heftig und wenn ihr sowieso die Schwermetallausleitung schon macht, kommt ihr euch da ins Gehege, das wird dann zu krass, einfach von den Entgiftungssymptomen und daher würde ich damit erst langsam anfangen. Behaltet aber die drei Basissachen erstmal im Auge und alles andere, wie gesagt, Zedernüsse könnt ihr zwischendurch noch essen, das ist unterstützend, aber ich würde mit den Selenanteil, Grundwert ist ja eine andere Sache, aber mit einer zusätzlichen Selenentgiftung und Jod würde ich euch erstmal abraten und erstmal warten, bis ihr die Anfangserfahrung gemacht habt. Ja, und bis ihr stabil seid und, sag ich mal, eine gewisse Anzahl von Bärlauch, Koriander und Chlorella-Algen ausgeleitet habt. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich fand den Inhalt total toll und mega cool. Ich habe mich auch total gefreut auf das Video. Tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat. Ich hatte momentan einfach mega viel zu tun. Habe aber dadurch auch schon wieder neues Videomaterial im Kopf und erlernt auch durch Seminar. Da kommt auf jeden Fall noch mehr. Freue ich mich auch drauf, mit euch das Ganze zu teilen. Ich ärgere mich ein bisschen, dass es dunkel war. Es sei mir verziehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Das Wetter ist einfach so wechselhaft und dann immer mal dunkel, mal hell. Macht das Ganze nicht so leicht. Okay, ansonsten danke, dass du zugeschaut hast. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Alles Liebe. Bis zum nächsten Video. Euer Sid.